Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Henrys Geheimnis. Soll ich dich morgen früh um 9 Uhr abholen? Ja, warum guckst du dabei so traurig? Allmählich spüre ich die Nervosität. Hey, keine Sorge, du hast das Abi sicher bestanden. Ich hoffe es. Er küsst mich ein letztes Mal und fährt dann nach Hause. Lass uns doch mal nachgucken, ob ich irgendeine Nachricht habe, ob ich da irgendwas sehe. Irgendwas von Jasmine vielleicht? Nee, das kennen wir auf jeden Fall, so viel weiß ich. Das hatten wir an sich. Ah, ja, stimmt, hier ist was Neues. Wir das schon? Ja, ich glaube, wir haben eine Menge nicht gelesen bei Clément. Okay, dann lesen wir mal den Chat mit Clément hier. Und, hast du Henry gesehen? Wie ist es gelaufen? Ich hoffe, ihr habt euch wieder versöhnt. Und, junge Dame? Sieht aus, als würdest du ein paar Dinge von mir geheim halten. Hä? Spiel nicht die Unschuldige. Ich weiß alles. Du weißt was? Alles. Dass du endlich den großen bösen Wolf getroffen hast. Zäh. Was? Dachtest du, ich würde von was anderem reden? Bei dir weiß man nie. Und? Wie war es? Von mir erfährst du nichts. Okay, das heißt, es war gut. Hey, ich hab nichts gesagt. Selbst per SMS kannst du nichts von mir verheimlichen. Und glücklich. Yeah. Ich frage mich immer noch, warum ich so lange gewartet habe. Das frage ich mich auch. Das Schwierigste ist der erste Schritt. Klar, aber den hast du gar nicht gemacht. Ich kann das mit Henry immer noch nicht ganz glauben. So ein Schock. Ich bin immer noch verwirrt. Ja, du hast recht. Das erklärt doch einiges. Jetzt verstehe ich auch, warum du uns nicht alles erzählen konntest, als es dir letzte Woche so schlecht ging. Ja, ich konnte nicht wirklich darüber reden. Das ist seine Sache. Keine Sorge, Jasmine und ich haben das verstanden. Schön. Haben wir das auch mal gelesen. Yay. Henry und ich gehen Hand in Hand auf das Schultor zu. Mein Herz klopft bis zum Hals. Er drückt meine Hand, um mir zu zeigen, dass er da ist und ich ihm vertrauen soll. Clément und Jasmine sind schon da und meine Freundin versucht offenbar, Clément zu beruhigen. Sieht aus, als wäre er in derselben Verfassung wie ich. Hallo, ihr beiden. Hallo, Kumpel. Hey, das wird schon. Ihr habt es sicher alle geschafft und ich stehe als einziger da wie ein Trottel. Sag sowas nicht. Jasmine wendet sich an mich. Er ist schon seit gestern so. Das fing an, kurz nachdem ihr weg wart. Lasst uns gehen, dann wissen wir es. Genau, Henry. Vor dem schwarzen Brett mit den Ergebnissen drängen sich Massen von Schülern. Wieso kriegt ihr nicht einfach irgendwie das so, wie wir das auch gekriegt haben? Einfach Zugangsdaten für die, ja quasi IHK-Seite. Okay, das hat mit Ausbildung zu tun, nicht mit Abi. Aber dass ihr sonst irgendwie alle eine E-Mail zugeschickt bekommt oder sowas oder einen Brief nach Hause.
Dass es so am schwarzen Brett hängt, ist natürlich dann klar. Mit Ansturm und Schlange stehen und so dauert es doch ewig, bis man sein Ergebnis sieht. Naja, egal. Technik und Schulen halt, ne? Das war ja noch nie so ganz das Beste. Zwischen Tränen und Freudenschreien ist es unmöglich, sich den Listen zu nähern, sage ich ja. Ich glaube, im Moment wird das nichts. Mist. Ich habe mein Portemonnaie im Auto vergessen. Bin gleich wieder da. Um unsere Unterlagen zu bekommen, müssen wir einen Ausweis vorlegen. Henry verschwindet und wir warten geduldig ab, dass sich das Gedränge allmählich auflöst. Clément ist am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Neben ihm sieht meine eigene Nervosität beinahe lächerlich aus. Aber auch nur beinahe. Wen haben wir denn da? Auch bitte nicht. Riech mal, neues Deo. Nein, okay. Die Loserbande. Was willst du, Enzo? Hast du nichts Besseres zu tun? Wo steckt denn der alte Streber? Hast ihn endlich absolviert, Laila? Ah, Enzo, ich weiß nicht, was ich dir dazu sagen soll. Ich fühle mich geehrt, dass dich mein Leben offenbar so brennend interessiert. Aber ich glaube, ich behalte das alles lieber für mich, wenn es dich nicht stört. Dein Leben ist mir scheißegal. Jetzt ein Problem. Henry taucht hinter Enzo auf, der sich abrupt zu ihm umdreht. Du bist das Problem. Oh. Was? Henry. Wir ignorieren Enzo einfach und der ist ausnahmsweise einmal sprachlos. Ich hatte vergessen, dass Henrys neuer Look für Überraschungen sorgen könnte. So war es ja auch bei meinem Bruder gewesen. Oh, Laila hat einen neuen Typen dabei. Nein. Na toll. Jetzt haut auch noch Jessica auf. Aber sie hat Henry nicht einmal erkannt. Ihr Blick verändert sich. Sie mustert ihn von oben bis unten und kommt ihm dann gefährlich nahe. Hallo, mein Süßer. Bist du mit der zusammen? Dann lass dir gesagt sein, da gibt es Besseres. Ich hatte schon einmal gesagt, du sollst mir nicht zu nahe kommen. Verächtlich sieht er sie an, ohne dabei mit der Wimper zu zucken. Ihre Augen weiten sich. Vergiss es, Jess. Das ist Henry. Hast du den etwa nicht erkannt? Was? Ich hau ab. Erschrocken sieht Jessica Henry an und wird rot und geht dann wütend weg. Na, die beiden blieben uns wirklich bis zum Ende nicht erspart. Ich glaube, jetzt können wir nochmal nachsehen gehen, ob wir das Abi geschafft haben. Mittlerweile haben sich die Massen vor den Aushängen gelichtet. Wir sehen uns alle vier an und beschließen nachzusehen. Zuerst suche ich nach meinem Namen. Toll, der Blick ist ja nicht so gut. Oh, ich habe bestanden! Ich merke, dass sie sich mit ihrer Freude zurückhält, solange wir nicht sicher sind, dass wir alle bestanden haben. Ich habe es auch geschafft. Mir gelingt es nicht, mich auf die Suche meines Namens zu konzentrieren. Durchatmen, Laila. Endlich sehe ich meinen Namen. Ich habe mein Abi. Gleich beim ersten Anlauf. Ich auch. Ich drehe mich zu Henry um und lächle ihn an. Offenbar hatte der meinen Namen schon länger auf der Liste entdeckt. Hättest mir helfen können beim Suchen, aber egal. Was war das denn gerade für ein komisches Zucken in Henrys Gesicht? Spult sonst nochmal zurück, das müsst ihr sehen. Ich fand das gerade extrem witzig. Oh, scheiße. Scheiße! Ich hab mein Abi! Ohne Nachprüfungen! Ja, wieso ist das scheiße? Freu dich doch einfach. Er umarmt Jasmine, hebt sie hoch und wirbelt sie herum. Dann küsst er sie vor allem auf den Mund. Vor allen auf den Mund. Ich glaub's nicht. Ich
sehe Henry begeistert an und er nimmt mich in den Arm. Herzlichen Glückwunsch, meine Schöne. Dir auch herzlichen Glückwunsch. Hey, Kumpel, du hast mit Auszeichnung bestanden. Echt cool. Was? Nee, was? Henry? Ja, ich habe die Auszeichnung sehr gut bekommen. Ich umarme ihn stürmisch. Das ist toll. Du bist eindeutig der Beste. Lass uns das feiern gehen. Oh ja. Dann kommt jetzt, glaube ich, die letzte Szene. Schön, endlich. Ab ins Lieblingscafé. Ne? Natürlich. Genau, ist auch eine andere Musik. Das ist jetzt das große Finale quasi. Schöne neue Melodie. Wir haben auf unser Abi angestoßen und diesen wunderschönen Vormittag genossen. Clément und Jasmine konnten nicht voneinander lassen. Ich freue mich so für sie. Dylan und Amelie kamen vorbei und setzten sich zu uns. Amelie hat ihr Abi geschafft, aber Dylan muss in die Nachprüfungen. Tja, schade. Naja. Er wird es aber sicher schaffen, denn ihm fehlen nur wenige Punkte und Amelie wird schon darauf achten, dass er genug lernt. Genau. Ich sehe meine Freunde zusammen lachen. Ich war noch nie so entspannt. Ich spüre Henrys Blick. Offenbar ist er genauso glücklich und erleichtert wie ich. Er nimmt meine Hand und küsst sie unauffällig. Wir haben den restlichen Vormittag zu sechst auf der Terrasse des Cafés verbracht und uns über das letzte Schuljahr schöne und schwere Momente unterhalten. Dylan hat noch einmal die Geschichte von Beginn des Schuljahres erzählt, als er Henry provoziert hatte und ich dazwischen gegangen bin. Wir haben viel gelacht. Seitdem ist viel passiert. Unsere Freundschaft zueinander ist wirklich aufrichtig und wir versprechen uns, uns so oft zu sehen wie möglich. Schließlich brechen alle Paare nacheinander auf und ich bin mit Henry allein. Ich sehe unseren Freunden nach, die uns zuwinken, bis sie aus unserem Blickfeld verschwinden. Henry schlingt von hinten die Arme um mich und drückt mich an sich. Er flüstert mir ins Ohr. Ich liebe dich. Ich drehe mich zu ihm um und lächle ihn an. Oh. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und gebe ihm einen Kuss auf den Mund. Ich liebe dich auch. Ich schlinge die Arme um seinen Nacken und verliere mich einmal mehr in seinen wunderschönen Augen. Oh, wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe. Er sieht mich an. Seine Augen glänzen vor lauter Liebe zu mir. Lasst uns gehen. Eigentlich heißt es doch, lass uns gehen, aber egal. Henry nimmt meine Hand und auch wir verlassen das Café. Ich sehe ihn von der Seite an. Ich schaffe es nicht, meine Augen von seinem Gesicht abzuwenden, während wir nebeneinander herlaufen. Hand in Hand laufen wir durch die Straßen der Stadt und ich bin so glücklich wie noch nie. Ich liebe ihn, meinen Schatz, meinen Henry. Das Ende. Oh, es gibt einen Abspann. Den hatte ich vorher noch nicht gesehen. Läuft doch keine Musik dabei. Okay. Also ich glaube, dass ich vorher keinen Abspann mal gesehen habe damals auf dem Tab, aber ist ja egal. Könnte ich auch wegklicken, aber nö, wozu, lassen wir laufen. Auch wenn es komisch ist, dass keine Musik dabei läuft, aber egal. Kann man auch beschleunigen, indem man da auch runterscrollt wahrscheinlich, aber wie gesagt, ist uns egal. Ach Leute, es war wieder so schön, Henrys Geheimnis durchzuspielen, das glaubt ihr gar nicht, wirklich. Es war richtig, richtig, richtig schön, das Spiel noch einmal zu erleben, mit euch gemeinsam diesmal, mit euch darüber in den Kommentaren zu schreiben oder auch privat mit manchen Leuten. Das war einfach nur richtig, 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 richtig schön nochmal. Es hat mich wieder genauso bewegt wie beim ersten Mal, auch wenn ich manche Sachen natürlich diesmal schon wusste. Aber es ist jedes Mal wirklich, wenn man so ein paar Jahre nicht gespielt hat, wirklich ein Spiel, was man immer wieder rauskramen kann, wenn man nicht mehr so alles genau weiß und es dann immer wieder genießen kann.
Also von meiner Seite aus ist es wirklich eine absolute Empfehlung, wenn halt Bmove nicht da immer wieder diese Serverprobleme hätte. Und viele haben angeblich ja Probleme mit der Steam-Version gehabt. Ich ja nur einmal, als es da diese Serverprobleme gab, deswegen, naja, okay, aber hat sich dann alles hinterher doch zum Glück aufgelöst. Und ja, es wurde wirklich in sämtliche Sprachen auf jeden Fall übersetzt. Es gab nur eine Beta-Testerin. Schwach, würde ich mal behaupten, aber egal. Ich meine, die das übersetzt haben und sowas quasi, mussten das ja auch nochmal dann in den anderen Sprachen testen, ob das alles okay ist. Von daher, okay. Ach, muss ich doch wegklicken? Geht die von alleine weg? Okay. Dann klicke ich mal. Ja, und da sind wir wieder im Menü. Wir können mal eben das rein theoretisch testen, ob das geht. Was ich hoffe, auch wenn ich das nicht glaube, nämlich mit diesem weihnachtlichen Event. Obwohl ich wirklich glaube, dass es nicht funktioniert. Das Ding ist halt, ich habe das ja auf meinem Tablet schon mal getestet. Da habe ich dann Henrichs Geheimnis nochmal angefangen und sofort nachgeguckt. Und da war halt nichts mehr da. Deswegen, ich bezweifle wirklich, dass es hier anders ist. Deswegen, ich werde das wahrscheinlich nochmal ein bisschen spielen müssen, das Spiel. Was ich jetzt nicht schlimm finde. Und dann ins Tagebuch schauen und dann zur Weihnachtszeit hoffentlich euch dann das als Weihnachtsdisplay für dieses Jahr präsentieren können. Aber ansonsten war es das jetzt tatsächlich von Henrys Geheimnis. Wir haben dieses wunderschöne Spiel durch und ich bin wieder fröhlich und traurig zugleich, weil es ist so ein Spiel, wo man einfach nicht möchte, dass es endet. Aber es ist natürlich auch gut so und ich meine, immerhin wissen wir alle jetzt, dass es einen zweiten Teil gibt und dass er auch schon auf Deutsch halt quasi da ist. Wie gesagt, auch wenn es nur erstmal eine Beta ist, ist scheißegal. Ich genieße es trotzdem, es bereits ein bisschen zu spielen und hoffe, wie gesagt, dass es als Steam-Version rauskommt. Wenn nicht, dann habe ich schlechte Karten. Dann muss ich nämlich einen Emulator nehmen quasi von für Handy- und Tablet-Spiele. Und dann muss ich da auch mit Energie quasi arbeiten, jeden Tag ein bisschen aufnehmen. Das sind ja Zusammenschnibbeln als Parts und oh je, das würde ein Albtraum sein. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass sie das als Steam-Version rausbringen. Sonst schreibe ich vielleicht Bmove nochmal irgendwann an und frage nach, ob sie das an sich generell vorhaben oder inspiriere sie dann damit zumindest dazu, das zu tun. Das wäre echt geil. Aber je nachdem, wie gut das Spiel ankommt, der zweite Teil, würde ich schon fast vermuten, dass es sich ja auch für die lohnt, schließlich das zu machen. Und nach dem, was ich so gelesen habe, allgemein scheint Henrys Geheimnis auch wohl das beste Spiel aber von Bmove zu sein. Weil ansonsten haben die halt auch so komische hier Moonlight Lovers Spiele gemacht, die mich erstmal interessiert haben, natürlich vom Titel her. Und so, ja, hey, Vampire, Liebesgeschichte, bla bla, cool. Aber das ist überhaupt nicht besser als die Is It Love Teile von dem, was ich da gesehen habe. Es ist vielleicht sogar noch dämlicher zum Teil. Deswegen, also Henrys Geheimnis haben sie wirklich was sehr Vernünftiges dafür hingekriegt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und glücklich. Ja. Ich will am liebsten gar nicht ausmachen, ihr merkt es schon, aber muss ich ja jetzt. Ich hoffe auf jeden Fall auch, dass euch das Let's Play bis zum Ende gefallen hat. Und ja, vielleicht spielt ihr es ja auch mal irgendwann selber. Holt es euch fürs Tab oder fürs Handy, wie auch immer, oder auch auf Steam. Weiß ich ja nicht. Wie gesagt, ich kann es euch empfehlen, dass ihr das mal nach ein paar Jahren, dann, wenn ihr das Let's Play so ein bisschen vergessen habt, vielleicht mal selber erleben könnt. Oder euch den zweiten Teil auch schon mal gönnt, wie auch immer. Den kompletten Soundtrack gibt's übrigens auch auf YouTube zum Anhören. Wenn ich den nochmal finke, ich kann nicht mehr reden. Ja, es ist schon 5 Uhr morgens. Ich kann nicht mehr reden. Also, wenn ich den Soundtrack nochmal finde, dann werde ich den vielleicht auch mal dann einfach verlinken in der Videobeschreibung. Dass ihr da nochmal ins Schwärmen geraten könnt und ins Träumen. Aber ansonsten, wenn ihr Henrys Geheimnis auf Soundtrack an sich eingebt, dann kommen da halt die ganzen Songs zumindest von Jay. Und ja. Ansonsten müsst ihr halt eigentlich den englischen Namen nur eingeben, ne? Le Secret de Henri oder Henri, besser gesagt, ne? Soundtrack und dann kommen die ganzen Instrumentalstücke, die wir kennen und lieben. Das mal so als kleiner Tipp, falls ihr auch vergessen solltet, es zu verlinken oder es nicht finden oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall sage ich in dieser Hinsicht erst einmal fürs. Ja, vorerst fürs letzte Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir sehen uns hoffentlich wieder beim Weihnachtsevent von Henrys Geheimnis. Und sonst halt zu einem meiner anderen Projekte. Habt noch einen wunderschönen Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht und ja,
Ich hoffe, dass ihr genauso tolle Freunde habt oder noch finden werdet wie Laila und Henry. Und genauso eine schöne Beziehung. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.